Und Pacheco hat hier eigentlich gute Karten in Barranquilla, denn er ist hier beheimatet bei diesem Club und dürfte sich der besonderen Gunst der Zuschauer erfreuen. Hier haben wir den Trainer von Kolumbien. Asprilla, sein großer Star. Hernán Dario Gómez, den 41-jährigen Coach von Kolumbien, den wir eben sahen, ist übrigens Nachfolger von Francisco Maturana. Und der trainiert ja inzwischen Ecuador. Und die Siege von Ecuador, die werden hier in Kolumbien, in Barranquilla, auch richtig bejubelt. Und wir haben ja gehört, dass man Uruguay 4:0 bezwang. Aber kehren wir zurück zu Valderrama und zu der einheimischen Mannschaft. Eigentlich ist ja hier in Kolumbien eine Stadt, die ja bekannt ist für den Karneval. Der Karneval Dienstagabend beendet. Da wird der Joselito Carnevalo beerdigt auf närrischer, lustiger Art, ähnlich wie hier im nordrhein-westfälischen Raum. Aber offiziell hat man ihn hier um 24 Stunden verlängert, so lange, bis Argentinien bezwungen wird, soll das Karnevalsspektakel andauern. Wir werden sehen, ob wir dies noch erleben. Bitter Nummer 5, Bermudez. Der wurde zwischenzeitlich nach einem Zweikampf einmal am Kopf genäht. Überhaupt gab es so ein paar Haken und Ösen in den ersten 45 Minuten. Hier sehen wir das Pflaster über der rechten Augenbraue. Und hier kommt Diego Simeone von Atletico Madrid, 25 Jahre, 56 Länderspiele, 8 Tore hat er schon geschossen für seine Nationalmannschaft. Wird er es sein, der jetzt das Spiel der Gäste aus Südamerika ordnen wird? Es dauert noch so ein bisschen mit dem Anpfiff. Simeone, der übrigens nicht so besonders viel Spielpraxis hat, der ist 4 Spiele gesperrt worden, nach einem bösen Foul an den Atletico Bilbao-Spieler Guerrero, dessen Beine er aufschlitzte. Wir hatten das ja schon mal in der Bundesliga mit Ewald Lienen. Also ein richtiges Raubein, dieser Simeone. Da gab es ja in Italien in den letzten 20 Jahren so einige. Ich erinnere mich noch an Gentile. So, und jetzt warten wir mit den 55.000 Zuschauern auf den Anpfiff von Schiedsrichter Pereira da Silva, der in diesen Sekunden erfolgt ist. Also, zweiter Durchgang. Kolumbien gegen Argentinien, Spielstand 0:1 am Ball, Ortega. Das wird nichts mehr. Interessant war es in den ersten 45 Minuten, die beiden Systeme also zu vergleichen. Die Italiener also mit einem Libero. Die Argentinier, pardon, mit einem Libero. Und die Kolumbianer mit 4 Mann in der Abwehrreihe. Im zentralen Mittelfeld sahen wir gerade Valderrama. Dann Rincon, der zusammen mit Valderrama die beiden Spitzen unterstützen soll. Hier Asprilla. Und in der Mitte wartet dann meist Valenciano, aber hier der neue Mann, Pacheco. So, Argentinien hat also offensichtlich doch nicht gewechselt. Nach dem Platzverweis von Berezzo, also mit den gleichen 10 Feldspielern wie im ersten Durchgang. Nelson Vivas also noch nicht eingewechselt. Galeano, einer aus der Vierer-Abwehrkette zusammen mit Cabrera, mit Galeano und Bermudez. Pacheco mit den ersten Ballkontakten bei Kolumbien. Hernán Dario Gómez, Kolumbiens Trainer, wollte
eigentlich die Nationalmannschaft gar nicht übernehmen, weil Spieler und Betreuer ständig Morddrohungen erhielten. Sein Bruder Gabriel Jaime Gomez reiste daher vorzeitig von der Weltmeisterschaft ab. Aber er ließ sich dann letztlich doch überreden und er sagt, wir wollen nach vorne schauen, wir wollen dem Ansehen des kolumbianischen Fußballs wieder ein positives Gesicht verleihen. Ein straffer Trainer, allerdings kein Diktator, aber ein ausgebuffter Taktiker und ein guter Psychologe. Wollen wir mal schauen, ob er seinen Spielern ein paar taktische Kniffe mit auf den Weg geben wird. Victor Pacheco, der also hier bei Atletico Junior spielt, im rechten offensiven Mittelfeld, soll die Sturmspitzen Valenciano und Asprilla jetzt unterstützen. In der Abwehr stehen sie eigentlich ganz gut. Sie haben sich nur zwei, dreimal so ein bisschen überraschen lassen. Galeano, wieder Pacheco, Asprilla, der seine Einzelaktionen im ersten Durchgang manchmal etwas übertrieb. Und jetzt noch im Spiel Nelson Vivas, der, so ich das richtig erkennen kann, Hernan Crespo ersetzt hat. Ortega wird da immer wieder gesucht im Mittelfeld. Und Zapata Gustavo spielt ja in der J-League. Jetzt wieder zurückgekehrt nach San Lorenzo. Ortega springt der Rincón an und die gelbe Karte gibt es hier für den Kolumbianer, für Rincón. Die zweite im Übrigen für Kolumbien. Cabrera sah kurz vor der Pause ebenfalls gelb. Haben wir noch einmal Ortega. Einer von vier Spielern von River Plate im argentinischen Team vom Tabellenführer. Nämlich die Dreier-Abwehrachse. Bis auf den inzwischen vom Platz gestellten Berizzo. Und den eben genannten. Jetzt aber wieder Kolumbien. Das war nicht astrein an Pacheco. Gleich zweimal Foul gespielt, zunächst von Verón und dann war es Roberto Sensini. Sensini, der Abwehrspieler aus Parma, soll es jetzt dahin richten, ist ja eigentlich der intelligenteste Spieler im ganzen Team, inzwischen 30 Jahre alt. Er ordnet jetzt also die Abwehr, allerdings nicht zur Zufriedenheit seines Torhüters. González, Sie sehen, wie er rumschreit, ist nicht zufrieden mit dem Aufbau der Mauer. Ja.
So, jetzt gibt es erneut einen Eckball für Kolumbien. Es ist der fünfte. Asprilla. Und da gibt es Elfmeter. Für mich eine Kompromissentscheidung des Schiedsrichters. . 53. Minute also. Asprilla, sage ich mal, schindet für meine Begriffe hier einen Elfmeter. Hier kommt die Attacke. Na gut. Erran Diaz von River Plate. Trifft Ball und Bein, sage ich mal. Für mich, ich bleibe dabei, nicht unbedingt elfmeterreif. Aber Schiedsrichter Pereira da Silva aus Brasilien hatte offensichtlich eine andere Auffassung. So also jetzt, inzwischen sind 53 Minuten verstrichen, Elfmeter für Kolumbien. Für Argentinien wüsste ich, wer ihn schießen würde, nämlich wahrscheinlich González. Der hat als Torhüter schon 5 Tore gemacht. Und jetzt muss er sein Können auf der Linie beweisen. Mauricio Serna ist es, glaube ich, der sich da versucht, von Atlético Nacional. Und vielleicht so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Er vergibt die Möglichkeit nach 53 Minuten. Es bleibt also bei der knappen Führung für Argentinien. Und das könnte der Mannschaft moralisch noch einmal viel Auftrieb geben. Wir sehen hier noch einmal Mauricio Serna, will es ganz genau machen. Verfehlt um Zentimeter. Ich wollte sagen, das gibt vielleicht noch mal Auftrieb, denn das, was Argentinien in den letzten Monaten auf dem Rasen zeigte, nur noch lustlos herumkickte, das versetzte das Blut des Volkes am Rio de la Plata stark in Wallung. Die Clubs, das sind eh die erfolgreichsten im zweitgrößten Land Südamerikas. Sie gewinnen alles. Vergleich mal das mit Europa. Europapokal der Landesmeister, Pokalsieger, UEFA-Pokal. Alles gewonnen von Clubs aus Argentinien. River Plate gewann den berühmten Copa Libertadores. Und selbst der Provinzclub Lanús, das, was wir bei uns mit Europa UEFA-Pokal vergleichen. Inzwischen auch klar zu erkennen, dass Sensini den Libero-Part übernommen hat bei Argentinien. Das ist ja eine Position, die er in Italien durchaus schon gespielt hat. Und dass Diaz und Paz jetzt die beiden Stürmer von Kolumbien, nämlich Asprilla und Valenciano, ständig kontrollieren. Aber mit Erfolg, das werden wir noch sehen. Paz hat sich jetzt besser zurechtgefunden. Der junge Pablo in seinem dritten Länderspiel hatte anfänglich doch erhebliche Probleme. Rincón, Galeano, Valderrama, der eine lange Fußballreise hinter sich hat. 88 ging er nach Frankreich, 2 Jahre später verdiente er sein Geld in Spanien. Zwischendurch war er Fußballer des Jahres in Florida und nach der Weltmeisterschaft ist er zurückgekehrt in seine Heimat nach Kolumbien. El Bibo, das Jüngchen, macht aber auch Negativschlagzeilen, musste sich in einer Vaterschaftsklage einen Bluttest unterziehen und da wurde er der Lüge überführt. Also so ganz astrein ist er auch nicht. Freddy Rincón sehen wir hier. Valderrama mit einem feinen Trick. Aber zu lang der Ball für
Faustino Asprilla aus Newcastle in England. So, ein weiterer Wechsel deutet sich an. Mit der Nummer 4 geht Galeano. Und mit der Nummer 7 De Avila, der neue Mann bei Kolumbien. Antonio De Avila spielt mal America de Cali, das ist der Tabellenführer. Ist 25 Jahre, 30 Mal zog er sich das Trikot der Nationalmannschaft an. Pablo Paz, den wir eben sahen, jetzt weitaus häufiger, geht er mit nach vorne. Und Unsicherheit von González. Das wäre auf seine Kappe gegangen. Pacheco hätte seine Chance fast genutzt. González ist ja schon der 6. Torhüter im 7. Spiel, den sein Trainer Claudio Passarella hier testet in der Nationalmannschaft. Und ein weiterer Mann steht da schon auf der Warteliste, nämlich Ojeda, der ebenfalls bei Jupp Heynckes in Teneriffa unter Vertrag ist und dort Stammtorhüter ist. Jetzt aber wieder Ortega. Und behutsam der Aufbau über Mendoza, über Valderrama. Jetzt aber müssen sich die Platzherren etwas einfallen lassen. Denn die, vergessen wir das nicht, weiterhin Unterzahl spielenden Argentinier sind gut gestaffelt. Ortega geht weit mit zurück. Ebenso Verón, den wir gerade sahen, mit der Nummer 11. Bermudez. Den konnte sich Ivan René Valenciano nicht mehr erlaufen, den Ball. Claudio Lopez und Ariel Ortega, die auffälligsten Spieler bei den Gästen aus Argentinien. Sehr beherzt, hinzugesetzt sich jetzt inzwischen Juan Verón. Und nach diesem Flankenball von Claudio Lopez hatte Diego Simeone von Atletico Madrid wieder eine Chance für die Gäste. Ja, und der verschossene Elfmeter von Mauricio Serna für Kolumbien, der hat den Argentiniern noch mehr Mut gemacht. Das ist Ivan Valenciano, der Mann, der aus Mexiko geholt wurde, um Kolumbien zu verstärken. Das ist Wilmar Cabrera beim Einwurf, ebenfalls beim Tabellenführer aus Cali. Asprilla. Bei Claudio Passarella, der ja als sehr engstarrig gilt, und Insider, die ihn genau kennen, sagen, nach einem schweren Verlust im letzten Jahr, sein Sohn 19 verstarb nach einem Autounfall, sei er noch introvertierter geworden und lasse mit sich nicht reden. Aber Insider wissen auch, dass dann, wenn er heute hier verliert,
sein Amt als Nationaltrainer vorzeitig beendet ist. Aber im Moment sieht es nicht so aus, denn Argentinien führt nach wie vor nach dem Treffer von Claudio Lopez nach 10 Minuten hier in Barranquilla mit 1:0. So, und die Argentinier hier beim Eckball haben auch die erste Viertelstunde im zweiten Durchgang gut überstanden, haben sich schadlos gehalten. Valderrama jetzt weit zurückhängend. Und das, was im ersten Durchgang über weite Strecken so aussah, als könnten die kolumbischen Spieler ihren Kontrahenten ihren Stempel aufdrücken, das hat sich inzwischen stark verändert. Immer selbstsicherer geworden. Ortega gut gestaffelt. Und Trainer Gomez argwöhnt hier, es läuft nicht alles nach Plan. Valderrama beim Freistoß. Von dieser Art hatten sie schon 5-6 im ersten Durchgang. Ließen alle ungenutzt. Hier mal ein versuchtes Zuspiel. Also ist offensichtlich, dass die Gastgeber mit ihrer Raumdeckung auf der Linie, mit ihren offensiven Außenverteidigern, dass sie in der Lage sind, ihr Überzahlspiel auszunutzen. Es wird zwar viel gelaufen, die Mannschaft ist beweglich. Und das, was sie sonst so auszeichnete, die Mischung zwischen europäischer Disziplin und europäischer und argentinischer Spielkunst, das ist hier nicht zu sehen. Pacheco, der neue Mann mit vielen Ballkontakten, Valderrama. Aber Sie sehen, die Abwehr von Cencini auf argentinischer Seite gut gestaffelt. Und auch Valenciano und Asprilla, wie wir eben sahen, längst nicht mehr so selbstsicher wie im ersten Durchgang. Mendoza. Bermudez. Asprilla. Hat auch gut aufgepasst, Nelson Vivas, der neue Mann auf argentinischer Seite. Jetzt spielt Daniel Passarella das, was er schon in Uruguay praktizierte. Nämlich alles zurücknehmen auf Torsicherung. Und nach vorne setzt sich kaum noch einer in Bewegung. Hier läuft es allerdings ganz gut, zumindest bis zum Strafraum Kolumbiens. Pacheco jetzt angefeuert. Die Zuschauer spüren einfach, dass ihre Mannschaft Unterstützung braucht.
Garcia offensichtlich mit Konditionsschwierigkeiten. Ich erwähne nochmal, die Temperaturen weit über 30 Grad. Beide Mannschaften haben sie auch nicht warm gemacht vor dem Spiel. Bestenfalls in der Kabine ein paar gymnastische Übungen. Aber cool, die Argentinier hier mit Claudio Lopez, der Mann, der im ersten Durchgang das Spiel schon hätte zugunsten der Argentinier entscheiden können. Guter Linksschuss, allerdings kein Problem von Farid Mondragon, der sich halt einmal hat überraschen lassen in diesem Spiel. Valderrama, Rincon, Kolumbien weiterhin im Vorwärtsgang. Serna, aber da fehlt der entscheidende Pass in die Tiefe. Das sieht ganz brav aus, was da gespielt wird, rundherum. Und da haben die argentinischen Abwehrspieler Sensini, Paz, Diaz und auch Zapata, sie haben damit momentan keine Probleme. 23 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Und vielleicht hat das Resultat von Ecuador der Mannschaft von Passarella ja auch nochmal so ein bisschen in Erinnerung gerufen, was hier eigentlich heute auf dem Spiel steht. Denn immerhin war man in den letzten 20 Jahren immer bei den Weltmeisterschaften dabei. Nur 1970 in Mexiko, da scheiterte man in der Qualifikation an Bolivien und an Peru. Und wir erinnern uns ja auch ja gut, denn in Mexiko standen wir 1986 gegen Argentinien im Endspiel verloren 2-3 und drehten 4 Jahre den Spieß wieder um beim Finale in Rom beim 1-0. Wir erinnern uns das Elfmetertor von Andy Bremen. Valderrama. Die Gauchos wirken jetzt zweikampfstärker. Simeone mit nach vorne. Lopez. Wieder der Kapitän, wird hier gefoult. Klare Sache. Freistoß und es gibt wohl eine gelbe Karte für Bermudez. Sollte Argentinien dieses Spiel hier wirklich mit 9 Feldspielern über die Runden bringen, dann wird es in dieser Gruppe natürlich wieder richtig spannend. Aber noch haben die Gastgeber, die Spieler von Hernan Dario Gomez, fast 20 Minuten Zeit, den Spieß hier noch umzudrehen. Freistoß von Juan Verón, junger Spieler von Sampdoria Genua. Das Durchschnittsalter der Gastgeber weitaus höher als das der Gäste aus Argentinien. Valderrama 35. Alvarez auch schon 31 Jahre. Die entscheidenden Leistungsträger vielleicht mit Schwächen. Wieder der schnelle Gegenzug, jetzt Argentinien mit dem neuen Mann, mit Vivas. Zu durchsichtig, kein Problem für Mendoza. Valenciano in der Mitte auf das Zuspiel von De Avila. Cabrera jetzt mit der Brechstange. Rincon, Valderrama. Asprilla. Aber der Szenenablauf
wiederholt sich. Viele Dribblings, so mit dem Mut der Verzweiflung. Aber so das durchdachte Anspiel, um die argentinische Abwehr zu überlisten, das fehlt einfach. Also, noch einmal Asprilla, 26 Jahre, in seinem 32. Länderspiel für Kolumbien. Pacheco. Sie sehen, meine Damen und Herren, das Spiel der Kolumbianer läuft eigentlich ganz gefällig. Bis etwa 10, 12 Meter vor dem argentinischen Strafraum, da ist Endstation. Wilmar Cabrera aus Amerika Cali mit dem 6. Eckstoß für Kolumbien. Kopfstoß von Jorge Bermudez. Der längste im Team von Kolumbien, 1,90 Meter. Mister kommt immer mit nach vorne bei solchen Standardsituationen. Der Abwehrrecke, der in Benfica Lissabon sein Geld verdient im Fußball. Sehen wir nochmal, kam völlig frei zum Kopfball. Verón. Das war der leichtfüßige Claudio López wieder. 22 Jahre jung ist er, hat einen 5-Jahres-Vertrag bei Valencia. Und da waren noch andere Clubs, die sich um ihn rissen. Jetzt aber wieder Rincón. Valenciano. Schiedsrichter lässt hier Vorteil gelten. Und dann Abseitsstellung von Rincón. Also Schiedsrichter Pereira da Silva, ein aufmerksamer Referee. Der Platzverweis für Argentinien, für Berizzo ging in Ordnung. Beim Elfmeter bleibe ich dabei, den hätte ich nicht gepfiffen. Aber bleibt es bei diesem Resultat, dann erhöht sich die Spannung in der Gruppe. Denn neben Weltmeister Brasilien sind ja erstmals noch 4 andere südamerikanische Mannschaften in Frankreich am Start. Was? Valderrama. Die ersten Pfiffe, nachdem der Avila ja aus aussichtsreicher Position vergab. Und es würde mich nicht wundern, meine Damen und Herren, wenn Argentinien hier am Ende noch einen draufsetzt. Gustavo Zapata, Freistoß, und jetzt haben wir es auch eilig, und jetzt gibt es erneut Freistoß für Kolumbien. Pacheco war es, der diesmal gefoult wurde. Hier sehen wir es von Juan Verón von Sampdoria Genua, und das sind jetzt knapp 18 Meter, fast in der Mittelposition, da müsste doch eigentlich was zu machen sein. González mit wildem Geschrei um seine Mauer, die ja überhaupt nicht steht. Wir sehen es aus dieser Einstellung hervorragend. Asprilla, leicht abgefälscht dieser Ball. Ich glaube, sonst hätte er sogar gesessen.
sind noch zu spielen. 0:1. Pardon, es sind noch rund 13 Minuten zu spielen. Und diesen Ball, diesen Kopfball von Valenciano wenden die 55.000 schon im Gehäuse von González. Schön angenommen mit der Brust, dann direkt abgenommen mit dem rechten Fuß. Ich glaube, da wäre González auch nicht so richtig rangekommen. Kolumbianischen Spieler, ich sagte es eben bereits, wir sind müde geworden. Und gleich hier noch einmal ein Zweikampf gewonnen wird und der schnelle Gegenzug von Pacheco. So, das gibt Torabstoß von Nacho González. Der hat übrigens schon eine Verwarnung bekommen wegen Spielverzögerung. Und vielleicht signalisiert ihm sein Trainer Daniel Passarella, dass er sich diesmal etwas mehr beeilt. Ein zweiter Platzverweis hätte doch vielleicht schlimme Folgen für Argentinien, das momentan sauber steht und souverän die Vorstöße der Kolumbianer vor dem Strafraum abfängt. Valderrama. Valenciano klein abseits. Hier das Abspiel von Valderrama klar zu erkennen. Bei der Ballabgabe schon ein Schritt hinter Abwehrchef Sensini. Claudio López, der große Aktivposten im argentinischen Team. Valderrama. Was wird das werden, wenn Kolumbien dieses Heimspiel, es wäre das erste bei dieser WM-Qualifikation, verliert? Wir erinnern uns bei der Weltmeisterschaft in Argentinien. Da wurde Escobar, der Verteidiger, nach einem Eigentor erschossen in seiner Heimatstadt. Und auf diese Art und Weise sind schon über ein Dutzend Spieler spurlos verschwunden in diesem Land, in dem Sport, Drogen und Mafia nach wie vor eng miteinander verknüpft sind. Auch Juan Verón, den wir hier sehen, lässt sich jetzt viel Zeit. Da kam gleich ein zweiter Ball geflogen, der wird aber nicht benötigt. Und es ist ruhiger geworden im Estadio Metropolitano in Barranquilla. 8,5 Minuten vor Ende des Spiels. Asprilla, der die meisten Tore erzielte für seine Mannschaft bei der Qualifikation. Und er war es auch, der bei der Qualifikation vor der Weltmeisterschaft in Amerika beim 5:0 in Argentinien zwei Tore erzielte. Und damals, wir erinnern uns, benötigte Argentinien zwei Entscheidungsspiele gegen Australien, um überhaupt bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und jetzt führt man hier kurz vor Schluss nach wie vor mit 1:0. Und es wird langsam eng. Cabrera war das. Mit einer weiteren Chance für die Elf von Hernan Dario Gomez. Nummer
Nummer 7. Das Geschrei auf der Trainerbank von Gomez wird groß. Aber das kennt man ja. Da kann man nicht so eingreifen. Den Spielern das noch mitgeben, was sie in den letzten Minuten bräuchten, um hier zunächst einmal den Ausgleich zu erzielen. Valenciano. Man muss sich ja mal vorstellen, meine Damen und Herren, Daniel Passarella hat 42 Spieler getestet in diesen 6 Qualifikationsspielen. Und ich sagte es eben ja, González ist auch schon der 5. Torhüter. Aber die 11, die sich heute hier präsentiert, sicherlich begünstigt durch das frühe Tor von Claudio López, die zeigt hier einen sehr disziplinierten und nicht ungefährlichen südamerikanischen Fußball und wirkt in vielen Situationen viel effektiver als die Gastgeber, die sich nach wie vor in kleinen Kombinationen verstricken, ohne dass dabei was Vernünftiges herauskommt. Jetzt wieder Sarna, der Mann, der den Elfmeter verschoss. Und kein Problem für González. Pfiffe gelten ihm, dem formanten Torhüter, der sich wieder enorm viel Zeit lässt. Jetzt sind es noch 6 Minuten bis zum offiziellen Ende. Und da landet der Ball bei seinem Gegenüber Farid Mondragon. Der spielt übrigens auch in Argentinien Fußball. Bei Independiente, das ist der Tabellenzweite. Und beide streiten sich im Übrigen in Argentinien, wer denn nur der bessere Torhüter sein. Heute hatte Mondragon, es war letztlich sein Patzer, ob mit oder ohne Sonne, das Nachsehen. Valderrama beim Einwurf, dann Pacheco. Und Sie sehen, leichtfüßiger wirken die Argentinier, der neue Mann, Nelson Vivas. Serna war im Übrigen der Übeltäter, hier sehen wir ihn. Es ist nicht sein Tag heute. In seinem 26. Länderspiel erst der verschossene Foul-Elfmeter. Und hier bewegt er sich am Rande eines Platzverweises. Juan Verón, der vorne immer wieder auf das Zuspiel von Ortega wartete. Hier ist der Mann aus River Plate wieder am Ball. Mendoza, Valderrama, klappt alles nicht mehr so wie im ersten Durchgang. Pacheco. Ja, da läuft nicht mehr viel zusammen bei der Mannschaft von Hernán Dario Gómez, 19 Rincón, Liebhaber von Schwarzenegger. Versuchte es eben zwei, dreimal wieder mit der Brechstange, ebenso wie Valderrama. Feiner Trickansatz war das von De Avila. Und Ortega erhält hier wieder einmal einen Freistoß. Ariel Ortega von River Plate, 5 Tore erzielt er in der Meisterschaft. Sein 35. Länderspiel und jetzt wird wohl noch einmal gewechselt auf argentinischer Seite. Ich denke, López geht hinaus und hier kommt Juan Pablo Sorín.
ebenfalls River Plate. Noch 2 Minuten offizielle Spielzeit und eigentlich gibt es keinen großen und guten Grund, dass Schiedsrichter Pereira da Silva hier länger spielen lassen muss. Und dann ist der argentinische Coup hier in Kolumbien unter Dach und Fach. Ein Ergebnis, mit dem man hier in Südamerika eigentlich nicht so gerechnet hat. Kolumbien galt als klarer Favorit. Kurz vor der ersten Heimniederlage in dieser WM-Qualifikation für Frankreich. Pacheco, Valenciano. Man kann ja immer wieder viel spekulieren, was wäre, wenn, hätte Serna beim Elfmeter getroffen, beim 1-1. Da wäre die immer noch in Minderzahl spielenden Argentinier vielleicht doch mehr in Verlegenheit geraten. Aber jetzt haben sie das Ding im zweiten Durchgang in Unterzahl hervorragend über die Runden gebracht. So, Einwurf Simeone. Sensini, Ortega, die erfahrenen Strategen versuchen natürlich jetzt den Ball so lange wie möglich in den eigenen Reihen zu halten. Peron, die letzten Sekunden der offiziellen Spielzeit laufen. Und in dieser Sekunde sind eigentlich die 45 Minuten des zweiten Durchgangs abgelaufen. Hier sehen wir noch mal die Schieberei von Bermudez gegen Veron. Ja, und mit den karnevalistischen Nachfeiern wird es wohl nichts werden. In Barranquilla im Estadio Metropolitano. Das große Karnevalsspektakel der Blau-Gelben fällt offensichtlich ins Wasser. Valderrama. Und dann nochmal große Aufregung. Hechtball, Kopfball von de Avila. Und da fordern die Argentinier erst einmal Freistoß. Gustavo Zapata reklamiert da auch, dass ihr Torhüter González da regelwidrig angegangen wurde. Von der Nummer 9, von Ivan Valenciano. Auch Valderrama geht da ganz gut zur Sache. Und dann ist es dann wieder einmal Roberto Sensini, der die Situation letztlich bereinigt. Hier der Flugkopfball versucht von de Avila. Und dann González, der zuvor doch ganz schön in seinem eigenen 5-Meter-Raum da rumirrte. War dies der letzte Abschlag von González? Schiedsrichter Pereira da Silva schaut auf die Uhr und beendet das Spiel in dieser Sekunde. Kolumbien verliert sein erstes WM-Qualifikationsspiel im heimischen Stadion Metropolitano mit 0-1, unerwartet gegen Argentinien. Und schauen Sie sich die Gauchos an. Die Freude beim Team und auch bei Trainer Daniel Claudio Pereira. Frankreich ist für Argentinien jetzt wieder ein gehöriges Stück näher gerückt.
Das waren noch zwei aufregende Spiele, denke ich, und spannend waren sie auch. Wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, wie weit die Argentinier in ihrer Tabelle der Südamerika-Qualifikation gekommen sind. Kolumbien immer noch vorne, vor Paraguay mit 14 Punkten und dann hat Argentinien auf Rang 3 zusammen mit Ecuador im Moment qualifiziert. Die ersten vier Mannschaften der Südamerika-Gruppe plus Weltmeister Brasilien sind dann im nächsten Jahr bei der WM in Frankreich dabei. Aber da gibt es noch ein paar Spiele, wird sicher noch